Es war einmal in einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen, der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Hallo ihr da draußen und willkommen bei Trine. Trine ist ein Multiplayer-Koop-Plattformer-Spiel, wobei man die Aufgabe hat, alleine oder im Team, so wie ich mit Onkel, hallo! Juhu! Na, hallo! Viele tolle Puzzle lösen muss. Außerdem hat man die Auswahl oder die Möglichkeit, besser gesagt, zwischen drei Charaktere zu wählen. Und zwar gibt es da den Zauberer, den Ritter und die magische Diebin. Ja! Ja. Genau. Ja. Jetzt aber von meiner Seite aus, ja, das ist das kleine angesprochene Projekt, was ich mit Ricarda vorhab. Das wird, wir schauen mal, wie der erste Teil ist. Also wir haben eigentlich vor, die Reihe zu zocken. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt hier wird. Und ja, ich hoffe, wir haben viel Spaß und ich hoffe, es wird nicht allzu schwer. Weil, ja, wir lassen uns überraschen. Aber eigentlich, wir haben bis jetzt jedes Spiel gemeistert. So, da würde ich mal, puff. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Kannst du mal sehen, wenn die Zeit kommt. So, da bin ich. Yippie! Da ist die Ricarda. Yeah! Ja! Yeah! Yeah! Scheiße! Mattel! Oh. Ich muss. Du Zerstörer. So, ich lasse es mit Controller. Man hat die Möglichkeit natürlich mit Maus, Tastatur oder Controller, sagt man dazu. Controller. Aber irgendwie möchte der bei mir nicht. Jetzt spielst du es gerade mit Maus. Ja, ich spiele jetzt mit Tastatur und Maus. Ist ja, ich kriege das auch hin. So, also. Yay, wir gucken mal, wie wir es mal rein. Ich muss mal gucken, wie die Tastenbelegung ist. Okay, L1, R1. Ich gehe mal nach PS3-Tasten oder PlayStation-Pad. Also L1, L2 ist nix. L2 ist auch nix. Also wir haben X ist Spring. Viereck ist nichts. Kreis ist auch nichts. Und Dreieck ist auch nichts. Oh, doch, warte mal. Hallo? Nee, gut. Okay, ja. Kann man eigentlich loslegen. Also plus die zwei Sticks hier. Warte. Wie kann man denn die Charaktere jetzt wechseln? Das also wenn ich jetzt nicht den Zauberer haben möchte, muss das ja eigentlich irgendwie gehen. Wo ist denn das jetzt schon wieder? Ich weiß es nicht. Also, okay. Maus? Ach, guck mal, hier ist mein Sprachchat. Scheiße. Das war meiner. Ja, man muss sich halt immer erstmal reinfitzen. Deswegen kann schon mal passieren, ja, was man auf jeden Fall. Dödelt. Alles so. Chillig hier. Also ich bin bereit. Ich springe auf der Seite. Warte. Ja, spring ruhig rüber. Das ist ja komisch, weil wir müssen schon mal den Zauberer oder den Krieger benutzen. Also es wäre echt gut, wenn wir dann wüssten, wie. Naja, gucken wir dann mal an der Pause. Kommt Zeit, kommt Rat und einmal hier rüber. Oh. Und zwar, ja, diese grünen Dingerchen hier, die sollten wir natürlich immer mitnehmen. Gibt okay, Erfahrung. Die sammeln wir zusammen, das ist gut. Ja, es gibt halt leider nur eins. RT. Wer zuerst RT kommt, ne? Achso, yay! Achso, du kannst keine Person wechseln, weil wir jetzt gerade erstmal die Diebin erlernen. Scheiße, okay, warte mal. Hast du jetzt wenn ich jetzt hier hingehe, siehst du deine Bild. Ah, geil, ich kann dir aus dem Bild gehen. Ja, du musst ja hoch. Ja, sehr schön. Mama, vielleicht kann man. Peng. Jawohl, so. Sehr schön, es läuft. So. Kann man hier die Lampe so ein bisschen? Oh. Nö. Nee, die ist.
Ich glaube, wir erlernen jetzt erstmal die Diebin, deswegen können wir jetzt keine Spieler weg. Alter, was machst du denn? Das waren Fallen. Ich? Du? Du hast kaputt gemacht. Na ja, dann kann man wieder hier. Okay, die Lampen zeigen, man kann. Oh, so. Bein. Ja, cool, da kann man drüber klettern. Warte mal, mit dem Bogen muss ich jetzt hier irgendwas abschießen. Ach du, geh mal lieber da weg. Ich hab keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ja! Yeah! Okay. Warte mal. Yeah! Und der hier? Was ist mit denen hier? Was ist mit denen? Warte mal. Ich guck mal. Ich hüpf mal und mach mal. Und wie kann man denn. Da will ich jetzt hin. Schwierig. Das reizt mich jetzt. Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Was? Wo ist ein antiker Schatz? Erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins. Hey, du hast es geschafft! Ja, ja, cool. Also man kann die Dinger auch runterschießen, okay. Muss man ja wissen. Ach, ich finde trotzdem für das Alter, für das Spiel, muss man schon sagen, hat eine echt geile Grafik. Ja, auf jeden Fall. Und ich wollte dieses Spiel schon immer mal spielen, aber irgendwie haben sich die ganzen Kollegen von mir gereiht. Weil ist ja Jump'n'Run. Oh. Meine! Jump'n'Run, sowas spielen. Wenn den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. In den Finger. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Ich bin immer voll in die Untertitel drin. Das tut mir leid. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Okay. Ich muss entkommen. Jetzt geht's weiter. Er hat Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Schön, das habe ich durch das scheiß Gegeige wieder nicht mitbekommen, was die. Achso, ich kann hier. Du kannst mit dem Kisten zaubern. Whee! Ja, blums. Eine Kiste. Okay. Und ich glaube, kannst du die da auch rumheben? Warte mal. Ja. Doch, ja, ja, ja. Das ja, geht. Ja, super, das super, cool. Super. Ich glaube, vielleicht brauchen wir die hier irgendwo. Ja, so. Oh ja, wir naja, aber ich kann ja eine neue machen. Das ist ja wurscht. Alles meine, alles meine, oh, alles meine. Ich krieg doch alles ab. Oh, was war das? Da hast du deine Kiste. Kann man jetzt hier eigentlich. Nee, warte mal, ich habe jetzt was falsch gemacht. Kann man jetzt hier irgendwo. Ah, guck mal, guck mal. Man kann also mit dem auch Gegenstände einfach so mal. Guck, pock. Guten Tag. Ja, ja, echt cool. Ja, ich muss mal ganz kurz die Hand, denke ich mal. Das hat irgendwas mit der Hand bestimmt zu tun. Weil, guck. Nee. Okay, das war doof. Lege den Cursor, Objekte schwungvoll. Hä, du ach ja, da ist eine. Alter, das ist ja cool. Das macht gerade voll Spaß. Ich bin die Faust. Die will mich verkloppen, ey. Ich muss hier, da komm, da hier ist noch ein Trank. Hm? Ja, ich muss da mit. Warte mal, ich muss da mit. Aber zählt der Trank nicht für die gesamte Gruppe? Das wäre ja sonst fies, ne? Wenn der eine immer bloß abkriegt und der andere nicht. Ja, 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 ja. Der Trank ist Erfahrung für uns beide. Das hat so. Okay, dann kann ich den ja jetzt einsammeln. Juhu! So, ich glaube, wir müssen unten lang, weil hier oben gibt es nichts mehr. Ja, aber hier oben gibt's. Ja, aber unten kommst du. Oh, nicht weiter, weiter. Doch, unten ist eine. Ach, hier die Kisten musst du kaputt machen. Ups. Ups. Bis bald. Ups. Cool. Also irgendwie, ja, das Spielprinzip gefällt mir schon mal ganz gut. Was ist denn das jetzt? Zeichne ein Quadrat und lasse los. Machen wir das mal. Sammel doch. Okay, da öffnen wir dann also dieses Tor und jetzt geht's womöglich wieder zu, wa? Okay, warte mal, wie kommen wir da? Warte mal, jetzt wird's schwierig. Kannst du, wenn ich die Kiste habe, wenn ich draufstehe, kannst du die dann heben? Warte, ich probier mal. Und dann mich mal darüber heben? Hä? Warte mal. Ja. Nee, du bist. Ja, ein bisschen, ja. Ja, ich bin da.
Okay. Oh, und da oben ist er. Was? Okay, ich brauche jetzt hier oben noch mal eine Kiste. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Der Onkel hat schon heimisch geübt gestern, ne? Warte mal, ich lass dich jetzt mal hier drauf. Nee, warte. Warte, ich lass dich hier drauf. Zack, jetzt gehst du wieder runter. Geh mal hoch. Jetzt gehst du da drauf. So, warte, jetzt gehst du. Lass dich nochmal runter. Dann kannst du aber. Warte. Wo willst du denn hin? So, achso, jetzt musst du jetzt dann. Ah ja. So, jetzt hüpf rüber. Hui! Jetzt sehr nice. Ja, Teamwork. Super. Das ist ja cool. Teamwork. Das ist ja cool. Oh. So. Ja, man muss auch Köpfchen hier zeigen, ja, ne? Einfach durchrennen ist nicht. Der Zauberer sah in ein schimmerndes Licht am was? Schrein. Wo? Niemand ach, hier. War jahrhundertelang in der Lage, dem Schrein aufgrund antiker Magie nahe zu kommen, die den unbekannten Inhalt beschützte. Okay. Wieder ein Schatz. Ja, falls wir eben... Ja, jetzt habe ich halt das Problem, dass ich hier mit drin hocke. Jetzt habe ich das Problem, dass ich hier drin hocke in der Kamera. Ansonsten würde ich ja sagen, hey, wenn ihr nichts mitbekommt, wenn man gerade... Oh, da ist jemand. Na, die Diebin. Ach so, ja. Cool, mein Lieb. Ich schwitz. Warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Yeah! Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Duff. Duff. Tuff, tuff. Duft, duft, einmal rüber. Ich glaube, wir müssen hier irgendwas einschlagen. Oh ja, oh ja. Oh, Bam. Geh mal hier runter. Bist du denn tot? Vielleicht ist da unten ja ein Schatz. Drück mal nach unten. Schatz, drück mal nach unten. Ich mach doch. Nee, die rechte Maustaste. Die rechte Maustaste. Also den. Hab ich doch hier. Warte, bleib mal schon. komm, lass bleiben. Mit dir, ey. Was machst du mit mir? Du bist da lang gelatscht. Ich bin noch hier oben. Ja, auf jeden Fall war da ein Dings. Da war eine Falle. Warte mal, hier oben sind überall noch Erfahrungstränke. Wo willst du hin? Ich weiß nicht. Ich komme hier nicht mehr weg. Dann musst du alleine. Ich komme ja nicht ohne dich dahin, weil du musst ja... Ah, nee, du musst gar nichts. Doch, du musst. Ich kann nicht. Nein, du kannst auch ohne mich, siehst du? Ja, es ist aber noch mehr Erfahrungstrank. Kann ich das Schwert auch werfen? Nee. Da gibt's Fähigkeiten, die du dann erlernen kannst. Und ich glaube, da ist auch Messerwurf mit dabei. Glaube. Weil da ich oben weiß den es Drang. Nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man den. Kann der einen Doppelsprung machen? Nee, ne? Ich glaube, das ist auch so ein. Doch, warte mal! Hä? Also, wenn du lang drauf bleibst, springt er ziemlich hoch eigentlich. Kann der. Nee. Manu, ich will da. Also, ich glaube, den einen Drang, den können wir jetzt. Vergessen. Nee, kannst du knicken. Ich bin zurück! So, naja, egal. Guck mal, hier ist, glaube ich, unser erster Feind. Hä? Ja, was? Hier müssen wir blocken jetzt. Mein Schild, genau. Ja, oh, ja genau. Genau. Yes. Batz, batz, batz. Oh. Okay. Huh? Ich komme. Oh, da oben ist noch ein Trank. Ja, da oben. Kannst du, wenn du das Schild nach oben machst, kann ich dann oben drauf mich stellen? Ja, doch, das geht. Nee. Ja, yeah, doch, doch. Yay! Juh. Und so hätten siehste, wir siehste, gemeinsam ja. Geht doch alles ja. Yay! Sah ein schwaches Licht vom uralten Schrein kommen. Yeah. Könnte da etwa ein Dieb sein?
War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg versperren. Ja, yeah, mein Schatz! Mücken, überall Mücken, Mücken, Und gleich mal eine Errungenschaft freigeschaltet, du? Was ist hier los? Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden einfach. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Es ist ihre Schuld. Wir müssen sie in Verwahrung nehmen. Sie hat den Schatz des Königs gestohlen. Hast du ein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe? Es ist kein Schatz. Es ist ein antiker Gegenstand, der Shrine. Ich glaube, er hat unsere Seelen verbunden. Wir kleben zusammen. Aber sie... Die Diebin schwieg. Sie wartete auf den rechten Moment zur Flucht. Hoffentlich mit Schatz und ohne die beiden Narren. Ich denke, ich weiß, wie wir das Gerät zu unseren Gunsten nutzen können. Liebe Freunde, es tut mir leid, ich habe die halbe Geschichte aus Versehen übersprungen. Hallo, bist du noch da? Gut. Ja. Ja, bei mir lief sie bis durch. Ach so, Entschuldigung, habe ich jetzt dazwischen gequatscht? Nee, ist schon fertig. Na, ich habe doch im Ladescreen habe ich versehentlich weitergedrückt. Oh, dann muss ich dir das Material dann nachher rüberschicken. Ja, oder erzählst du mal im schnellen Ding. Ja, ich würde aber jetzt vorschlagen, Werbepause. Was hältst du davon? Auf 15 Minuten? Ja. Jetzt beginnt die richtige Geschichte. Werbepause. Ja genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.